Aufpassen, was man glaubt, Ausrufezeichen. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Lernen auf Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von der Chrissy, der Jutzten. Das Video heißt Aufpassen, was man glaubt, Ausrufezeichen. Ich glaube, auf dem Thumbnail steht irgendwas mit Andrew Tate und es geht hier, glaube ich, um den Andrew, den Jutzten. Irgendwie wurde der wieder verhaftet für eine Nacht oder für einen Tag oder so. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, deswegen bin ich curious, Digga, und watch da mal rein. Finde ich auch gut, dass eine Deutsche ein Video dazu macht, feier ich. Mal gucken, was sie erzählt. Wir gehen rein, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter, geht los, Digi. Und los. In den Medien geht es viral. Andrew Tate wurde erneut verhaftet. Und warum das für uns relevant ist und was wir daraus lernen können, das erfährst du alles in diesem Video. Also schau. Erfährst du es denn, mein Alter? Von Anfang bis Ende. Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate. Drinfluencer. Und sein Bruder Tristan sind in... Der Tristan, Digga. Die nennt ihn einfach Tristan, Digga, geil. Schon wieder verhaftet, Bro, das ist krass. Hab ich gar nicht mitbekommen. ...erneut festgenommen worden aufgrund eines europäischen Haftbefehls, den Großbritannien erwirkt hatte. Krass, Großbritannien? Dies berichtet nun die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax am Dienstag unter Berufung auf die Polizei. Ja, die beiden Brüder sind in Rumänien aufgrund eines Verdachts wegen Menschenhandels und Ausbeutung junger Frauen angeklagt worden. Was totaler Schwachsinn ist, meiner persönlichen Meinung nach so. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube da einfach nicht dran. Und dass jetzt Großbritannien einen europäischen Haftbefehl ausgestellt hat, ist auch crazy. Die haben ja auch quasi den Namen Andrew Tate in Schulen gebannt. In England darfst du in Schulen den Namen Andrew Tate nicht mehr sagen. Das musst du dir mal überlegen, auch bevor dieser ganzen Klage und so, ne? Das ist ein Typ, der ist jetzt im Internet viral gegangen mit seiner Message und viele junge Männer gerade haben darauf reagiert und haben den gefühlt und gefeiert und dann hat ein ganzes System, Schulsystem, seinen Namen gebannt. Und das ist dann durchgegangen. So, also in so einer Welt leben wir. Dass wenn denen deine Meinung nicht passt oder deine Ansicht oder deine Philosophie und viele Menschen das fühlen aber und feiern, dann gehen die so weit, dass die sagen, ey, den Namen darfst du hier nicht mehr aussprechen. So weit sind wir gekommen, Digga. Männer wurden am späten Montagabend im Dorf Voluntari bei Bukarest zunächst für 24 Stunden festgenommen. Es war so, am 30. Dezember 2022 waren die Tate-Brüder und zwei Komplizen bei Bukarest verhaftet worden. Drei Monate später wurden sie wieder freigelassen bzw. haben ein sogenanntes Hausarrest bekommen. Und nun gibt es wieder Vorwürfe und wieder wurden sie fest. Einfach rumänischen Bunker, musst du dir mal überlegen, heftig. Amen. Warum greife ich dieses Thema überhaupt auf? Das interessiert mich jetzt auch, Chrissy. Es geht in den sozialen Medien viral, es wird in den alternativen Medien davon berichtet und die Frage ist, was können wir daraus lernen? Prinzipiell finde ich, diese Influencer-Welt ist etwas, wo wir sehr, sehr viel daraus lernen können und da möchte ich dir auch noch sagen, dass Chris und ich auf seinem Kanal, also Chris Rieger, schau auf jeden Fall vorbei, dazu auch ein sehr, sehr interessantes Video gemacht haben. Chris ist ihr Boyfriend oder was? Jetzt aber um Phil Laude eine sogenannte, ja, so eine Reaction haben wir darauf gemacht. Also wirklich richtig witzig, weil wir auf diese gesamte Influencer-Welt mal eingehen oder eingegangen sind in diesem Video. Also schau es dir auf jeden Fall an. Jedenfalls, Tate weist ja diese Vorwürfe zurück und es geht auch gar nicht darum, hat er es gemacht oder sonst nicht. Das sollen andere Menschen entscheiden. Bis jetzt ist halt nichts rausgekommen, Bro. Die haben den eingesperrt, die haben den in den Knast reingesteckt für 3 Monate und ich habe mir die ganze Story, ich habe die ganze Story von A bis Z mitverfolgt. Hab mir jeden Talk reingezogen und kenne auch die Einzelheiten von dem Fall. Also auch von der Gegenseite und so, was Leute teilweise geleakt haben und ausgepackt haben und so. Ich habe mir alles reingezogen, weißt du? Und der Fakt, dass die den nach 3 Monaten freigelassen haben und keine wirkliche Evidenz gefunden haben und der dann immer wieder weitere Lockerungen bekommen hat und keine wirkliche Anklage stattgefunden hat, zeigt schon, dass die eigentlich nichts in der Hand haben, Bro. Das ist einfach nur ein Spiel, meiner Meinung nach so. Weißt du, der Typ soll einfach, du musst dir überlegen, die haben seitdem jetzt, ist fast ein Jahr oder über ein Jahr sogar, sein ganzes Geld beschlagnahmt, die Autos beschlagnahmt, alles beschlagnahmt. Wäre der Typ nicht intelligent gewesen und hätte sein Geld über andere Firmen laufen lassen etc., sodass er jetzt immer noch Zugriff hat und so, dann wäre der Typ am Arsch gewesen.
Der wäre kaputt gewesen. Jeder andere wäre kaputt gegangen an dieser ganzen Geschichte. Jeder andere hätte sich vielleicht sogar selbst was angetan oder was auch immer. Weißt du, wie ich meine? Im rumänischen Knast sitzt 3 Monate, Bruder, in so einem Bunker mit Kakerlaken und so ein Scheiß. Musst du dir mal überlegen, Bro. Das musst du dir mal überlegen. Und vor allen Dingen nach den ganzen Sachen, die er erzählt hat, weißt du? Das ist so, ich meine, die versuchen es ja bei jedem, der systemkritisch ist. Vor allen Dingen alle Leute, die eine große Reichweite haben und diese Corona-Politik komplett auseinandergenommen haben und den Leuten gezeigt haben, dass es ein verfickter Scam war, so. Die haben alle mit Maßnahmen, die haben alle mit Konsequenzen zu rechnen. Russell Brand, Andrew Tate, selbst Joe Rogan, Bruder, der hat 2, 3 Leute eingeladen, die kritisch den Maßnahmen gegenüber waren. Auf einmal 2 Tage später ist ein Video rausgekommen, wo die versucht haben, den zu diffamieren, weil der mal das N-Wort irgendwo gesagt hat, so. Ein paar Mal, weißt du? Haben die so Zusammenschnitte gemacht. Wenn du gegen gewisse Themen redest, dann musst du damit rechnen, dass sie dich angreifen. Und zwar auf allen Ebenen. Ich möchte nur darauf hinaus, wem du eigentlich trauen kannst. Das ist ja grundsätzlich sowas, dass man sich meistens irgendwelche Vorbilder sucht, man sich Hoffnungsträger sucht und alles Mögliche. Und ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, warum brauchen wir das eigentlich? Denn meiner Meinung ist so, es gibt ja, man kann von jedem Menschen auf jeden Fall etwas lernen. Es gibt immer etwas, entweder ein Negativbeispiel, ein Positivbeispiel, irgendetwas kannst du immer von einem Menschen lernen. Facts. Aber grundsätzlich ein Vorbild zu haben, das du zu 100% verehrst und genauso sein möchtest und versuchst dich anzupassen und wie schwierig Person zu agieren, dann musst du sagen, wir werden ja geboren als Unikate. Jeder von uns ist individuell, einzigartig. Facts. Ich finde so Leute in der Öffentlichkeit, die vielleicht andere inspirieren, so, ist eine gute Sache. Also ich zum Beispiel verfolge viele Leute, die mich manchmal an Dinge erinnern einfach. Es sind so wie Reminder, weißt du? Die erinnern mich daran so, ah krass, die triggern eine gewisse Facette in mir, die ich dann wieder mehr nach außen trage, weil die mich daran erinnert haben vielleicht, weißt du? Ob das jemand ist wie ein Andrew Tate, der mehr so in diese Motivationsschiene, in dieses so, krieg dein Shit zusammen, so, geh nicht rumsimpen bei Girls, guck keine Pornos, mach was aus deinem Leben. Oder irgendwelche spirituellen Leute, die mich daran erinnern, ey, Bewusstsein ist key, glaube an Gott, etc. pp. Die erinnern mich daran, weißt du? Genauso, glaube ich, bin ich eine Art Reminder für Leute, die sich meinen Kanal reinziehen, hier auf Twitch oder auf YouTube, die ich an irgendwelche Dinge erinnere, wo die denken so, oh krass, Digga, der hat mich jetzt daran erinnert, ich sollte wieder mehr Fokus darauf legen, so. Und das ist eine gute Sache. Aber jemanden zu idealisieren und den wie ein Gott anzuhimmeln, ist dann schon wieder gefährlich, meiner Meinung nach, so. Das sollte man nicht tun, weißt du? Weil man kennt die Leute meistens nicht, so. Du weißt meistens gar nicht, wer ist der Mensch wirklich? Was steckt wirklich dahinter, so? Was hat der, weißt du, was hat der wirklich für echte Ansichten oder, du kennst ja die Menschen nicht richtig so. Und vor allen Dingen bei Menschen, was, weißt du, wenn du das bei Leuten machst, die versuchen, eine positive Message zu verbreiten, dann ist es ja vielleicht noch positiv, aber was ich heutzutage sehe, was für Leute angehimmelt werden von den Kids und Jugendlichen so, ne, das ist krank, das sind teuflische Leute, die den Kindern eigentlich nur Scheiße eintrichtern, so. Und da wird's dann gefährlich. Ich finde, das größte Vorbild sollte Gott sein, und in nächster Linie deine Familie, dein Vater, deine Mutter, so, irgendjemand aus deiner Familie, an dem du dich orientierst. Aber stell niemals irgendeinen Rapper oder irgendeinen Künstler oder irgendeinen Streamer, irgendeinen YouTuber über Gott oder über deine Familie oder über, weißt du, was ich meine? Das ist gefährlich. Und hat eigentlich so seine Welt um sich herum. Aber sehr viele Video geht ein bisschen in eine andere Richtung, als was ich erwartet habe, ja? Als Kopien von anderen Menschen. Und warum? Wir sehen es absolut in dieser Influencer-Welt, dass so viele, beispielsweise Frauen, einfach absolut inzwischen gleich aussehen. Sie Facts. Ja. Gleiche Lippen, gleiche Titties, gleiche Ärsche. Diese BBL-Geschichte ist auch so mega, also wo ich in Miami war und auch hier in Tulum teilweise. Die sehen alle gleich aus. Viele auf jeden Fall. Sich mit irgendwelchen Contouring, damit man immer die gleichen Wangen oben hat, damit man die gleiche dünne Nase hat, wenn man sie nicht schon operiert hat, damit man vielleicht aufgespritzte Lippen hat und ja, dann auch eine bestimmte Kleidungsstil und so weiter. Es gibt ja immer bestimmt. Ja, das ist auch eine Sache, wo viele sich dann wundern, weißt du, Mädels, die Uniform von einer Ho anziehen und sich dann wundern, dass Männer sie in diese Kategorie reinpacken, so, weißt du?
Ich bin einer, ich tendiere dazu, nicht zu oft Menschen zu beurteilen aufgrund deren Klamottenstil oder wie die sich, weißt du, wie die aussehen so. Aber es ist nun mal menschlich auch, weißt du, das, was du siehst, ist das Erste, was du dann kategorisierst auch. Ich versuche das wenig zu machen, weil ich auch immer kategorisiert werde. Aber das ist eine Sache, so, die muss man sich halt bewusst machen, weißt du. So, dass wenn du die Uniform von einer Ho anziehst, dann werden viele Männer dich auch in diese Kategorie reinpacken. Und vielleicht bist du das gar nicht, deswegen vielleicht mal überdenken. Aber das ist ja auch das, was so propagiert wird. Das ist ja auch das, was so den Mädels auch voll erzählt wird. Ich meine, guck dir mal die weiblichen Vorbilder an. Heutzutage. Wie viele gute Vorbilder gibt's? Wie viele gute weibliche Vorbilder gibt's draußen? Ich sehe ganz wenig. Im internationalen Raum, Digga, fällt mir nur Candace Owens ein gerade. Das ist auch die einzige Frau, die ich mir auf Länge reinziehen kann, international, wo ich so, letztes Mal hat die mich fast zu Tränen gerührt, weil die so eine gute Message hat und anscheinend so ein guter Charakter ist auch so, finde ich persönlich. Und ihre eigene Wahrheit spricht so, ich respektiere das hart. Aber wie viele mehr gibt's da? Der Rest sind Cardi B's, Kim Kardashians, Nicki Minaj's und so. Und guck mal, was die promoten, weißt du? Das ist schon crazy. Ja, Schönheitsideale und diesmal ist es dieses. Also und ich will das nicht nur Jungs genauso, Männer genauso. Die meisten Vorbilder aus dem Rap-Bereich oder so, aus dem YouTube-Bereich und so, sind irgendwelche Clowns, Digi. So, die promoten Dummheit, die promoten Drogen nehmen, die promoten Alkohol trinken, die promoten irgendwelche Hustensäfte trinken und so ein Scheiß. Also es gibt echt wenige Vorbilder da draußen, die stabil sind, wo ich sagen kann, ey, die kann man sich geben und von denen kann man sich inspirieren lassen. Das ist eine gute Sache so. Umso künstlicher, umso auffälliger, umso besser. Und umso auffälliger und gleichzeitig werden alle dann irgendwie gleich. Candace war letztens bei Fresh and Fit, Leon, musst du anschauen. Bro, ich hab's live gesehen. Wie gesagt, also international bin ich echt am Zahn der Zeit. Also international gesehen kriege ich alles mit mittlerweile. Weil sie den gleichen Schönheitsideal nachjagen. Und deren Zuschauer dann genauso, weil sie ja von ihrem eigenen Leben nicht wirklich etwas halten. Also nehmen sie ein anderes Leben, das sie für so toll erachten, obwohl jeder eigentlich von uns weiß, dass diese gesamte Social-Media-Welt eigentlich nur ein riesengroßer Fake ist. Facts. Was ist denn dort schon wahr? Man sieht ja so oft diese Filter oder diese gespielte Scheinwelt, die so wundervoll ist und in Wirklichkeit sitzt man gefühlt Hollywood-Shit in der Ecke und weint. Aber das ist das, was vorgegaukelt wird. Und die Menschen kaufen es ab. Wir Frauen hier sind natural, allerdings mit Aluhut. Hahaha, feier ich. Also ich sag dir ehrlich, das wird auch lustig werden, wenn ich das international erzählen werde und so. Aber ich werd auf jeden Fall keine Frau ernst nehmen, die nicht Conspiracy Theorist ist, Bro. Ich werde eine Nicht-Verschwörungstheoretikerin kann nicht an meiner Seite sein, so. Die ist ja geimpft wahrscheinlich und so. Geht nicht. Muss Aluhut sein. Muss Aluhut. Augenarsch Aluhut, Bro. So. Das ist genauso wie Werbung funktioniert. Inzwischen ist das eben diese Influencer-Welt. Und wo du noch viel mehr reingezogen wirst. Früher, wo du dann gesehen hast, wie vielleicht in der Werbung die Frau die Wäsche wäscht und wow, ist die weiß und toll und das hat dich schon beeinflusst. Dann siehst du jetzt, wie du einer Person ja folgst und absolut in die Welt eindringst. Die Menschen denken ja schon fast, man wäre ja befreundet, weil man ja sozusagen tagtäglich das gesamte Leben dieser Person mitbekommt. Und umso mehr, wenn... Ist auch bewusst so geschaffen worden, dieser ganze Entertainment-Bereich. Ist ja dafür da, dass Kids sich das als Vorbild nehmen. Und die Jungs innen, die nach ganz oben kommen, werden ja alle gesteuert. Ist ja auch kein Zufall. Weißt du, wie ich meine? Die Jungs, die nach ganz oben kommen oder die Mädels, die nach ganz oben kommen, die sind da bewusst. So. Das ist kein Zufall. Ist nicht, weil die ein krasses Talent haben oder so. Sonst würde jeder, der ein krasses Talent hat, nach ganz oben kommen. Wie viele Leute gibt es, die ein krasses Talent haben und die auch eine krasse Work Ethic haben und Gas geben, Digga, und alles geben, aber es trotzdem nicht schaffen, weil die zu real sind, weil die nicht biegbar sind, weil du die nicht so beeinflussen kannst, wie du sie haben möchtest, so. So. Und deswegen ist das halt, ja, ist alles gewollt, so wie es ist. Freundet ist. Zum Beispiel Kianusch. Ja, im deutschsprachigen Raum, ja. Baut man dieses Vertrauen auf und dieses Vertrauen... Kianusch, Digga, Nate 57, gibt's einige im deutschsprachigen Raum. Leitet dann dazu, dass wenn... Belasch. ...derjenige irgendeine Kooperation macht mit Produkten, die man sonst nicht benutzt, aber weil man diese Kooperation hat, zeigt man es eben in die Kamera so, hey, ich hab's mal ausprobiert oder beziehungsweise ich benutze das und schau doch, wie wundervoll ich jetzt gerade aussehe, ja? Und dann denkt man sich so, wir haben ja so ein enges Verhältnis... Die drei A's, Digga, wichtig, wichtig.
schon, weil ich muss T-Shirts machen langsam. Dir ja schon die ganze Zeit folge und dein ganzes Leben kenne und vielleicht deine Kinder habe aufwachsen sehen, dass ich dir vertraue, also kaufe ich mir das nach. Das ist ein absolut riesengroßes Geschäftsmodell, weshalb ich sage, suche dir dein... Deswegen haben wir auch die ganzen NPCs, da hast du ja gemerkt, Bro, die NPCs, die Masken und Impfung promotet haben. Egal ob international oder im deutschsprachigen Raum, da hast du es gemerkt. Das musst du dir mal überlegen. Da ging es nicht nur um irgendeinen Kaugummi oder so, da ging es um einen gesundheitlichen Eingriff, der deine DNA verändert. Das haben die promotet, als ob es irgendein Game wäre. Positiven Dinge ja immer aus. Und sterbe nicht als Kopie, indem du in irgendwelchen mysteriösen Idealen nachjagst. Denn das, was dort gezeigt wird, ist sowas von weit weg von der wirklichen Realität. Denn erstens, überlege mal selber, wenn du ein Foto von dir machst, machst du Fotos, wo du gerade weinst oder wo du gerade vielleicht irgendwie streitest oder irgendwie ungerecht zu deinem Kind bist oder so, oder machst du ein Foto, wo du gerade grinst, im Hintergrund irgendwas Schönes, irgendwas Tolles machst, deine Kinder gerade fröhlich sind oder sonstiges, um das dann weiterzugeben. Das bedeutet, dass man sich natürlich von seiner besten Seite zeigen möchte. Wenn man aber ein Leben führt, wo man scheinbar sozusagen das ganze Leben mit dokumentiert und alles ist nur positiv, weil man sich ja nur von der positiven Seite zeigt. Krass, ganz andere Art vom Video. Also ich habe eigentlich was ganz anderes erwartet hier, Freunde. Dann zeigt es dem anderen. Here's the big secret about women. We want you to flirt with us. We even want... Bro, wer da anruft oder da mitmacht, der ist dumm. Guck sie dir an. Das wird auch immer mehr, ne? Die Mädels, die denken, dass die irgendwelche Advices geben können für Männer, um eine Beziehung zu finden und so. It's crazy, bro. To get sexual with us, desire us. But here's the thing about women and flirting. That das Ding ist, Bruder, das Ding ist, die haben jetzt auch gemerkt, dass die diese Schiene auch nutzen können. Die ist ganz klar sexualisiert, die sich hier in dem Video, weißt du? Und die Männer machen ihre Kurse wahrscheinlich und buchen den Shit, nur weil die geil auf die sind. So. Das, was die erzählt und wie sie sich da eben hingesetzt hat und so, die spielt ganz klar mit ihren Reizen, um Männer dazu zu bekommen, ihr zuzuhören, was Dating angeht. Das ist krass, Bro. Also wir werden gesimpt auf allen Ebenen, Freunde. Also da musst du echt mal, wir müssen echt aufpassen. Das ist crazy. Also die nutzen unseren Sexdrive so heftig aus heutzutage. Ideal ist. Ja, das heißt, ich mit meinem Partner bin vielleicht nicht so. Also ist das schlecht. Und ich bin nicht so, das ist dann auch verwerflich. Aber der benutzt ja das und vielleicht ist das, warum derjenige so ist, wie er ist, ja? Und das ist eben genau diese verzwickte Welt. Und ich sage ja immer, dieses gesamte System, wenn man es einfach beschreiben müsste, dann ist es die absolute Verdrehung. Die Verdrehung von Lüge und Wahrheit, die Verdrehung von Realität. Mach mal Talk mit Matteo zum Thema Dating. Könnte man eigentlich anhören, ne? Wir haben einen geilen Talk gemacht, der hat den nie hochgeladen leider. In Tulum haben wir einen geilen Talk gemacht gehabt für seinen Kanal. Und auch eben Wahrheit. Und all das sehen wir in jeglicher Form. Wir haben das gesehen 2020 im Bereich Gesundheit und Krankheit. Wir haben das jetzt gesehen im Bereich von Krieg und Frieden. Wir sehen es jetzt eben auch zum Beispiel an diesem Beispiel von dieser gesamten Influencer-Scheinbubble, wo die Menschen eben einfach denjenigen folgen und alles zu 100% für wahr erklären. Was ist jetzt der Punkt aber von dem Video? Was sie dann also ich finde es schon gut, was sie sagt, sage ich ehrlich. Also die hat schon recht, aber ich dachte, es geht um Andrew. In den absolut Vertrauen und alles Mögliche. Wenn derjenige dich irgendwo auf der Straße trifft, der kennt dich nicht und der möchte auch nicht mit dir unbedingt befreundet sein, weil er kennt dich ja nicht. Ja? Es ist irgendwie so gefühlt eben, wie gesagt, ein Fan oder sonstiges. Es ist was anderes, ob man sich über die gleichen Themen unterhält und dann eben sagt, hey, deine Ansichten finde ich jetzt richtig toll, ich will mal gerne darüber reden, als wenn man so das Gefühl hat, dass man fast schon befreundet ist und dieses riesengroße Vertrauen hat, wie in ein Familienmitglied so. Ich wollte das unbedingt aufgreifen, denn das ist etwas, wo sehr, sehr viele Menschen damit zu kämpfen haben. Diese gesamte Konsumgier, weil man eben selbst mit seinem Leben nicht zufrieden ist und dann in eine Welt eintaucht. Dann genauso, was ich absolut heftig finde, diese Zeitverschwendung in dieser Social-Media-Welt, dieser Konsum von Bildern, Videos und alles Mögliche von... Der hat recht. Menschen. Der hat recht. Also ich habe ja auch... Mittlerweile ist es mir schon gar nicht mehr richtig bewusst, aber das ist so krass eigentlich, wie ich mich da rausgezogen habe. So. Digga, ich habe jeden Tag Pornos geguckt. Ich habe jeden Tag irgendeine Netflix-Serie geguckt. Über Jahrzehnte, bruv. Ich habe jeden Tag Instagram-Stories gesuchtet und Dinger mir reingezogen. So jeden verfluchten Tag, Bro. Und ich bin einfach raus. Keine Pornos mehr. Ich habe keine Serie mehr geguckt seit einem Jahr. Oder noch länger sogar. Ich gucke keine Filme mehr groß. Außer wenn man mal Netflix und Chill macht auf entspannt.
Dann tue ich so, als ob ich einen Film gucke, aber eigentlich habe ich eine andere Mission. ich gucke Podcasts mittlerweile nur noch. Wenn ich mal was brauche zum Gucken, gucke ich Podcasts, Videos, die ich interessant finde, von Menschen, die ich interessant finde, die mir was mitgeben, wo ich was lernen kann. So, weißt du? Und das ist eine so wichtige Message, meine lieben Freunde. Verschwendet eure Energie, eure Lebensenergie und Zeit nicht da rein, irgendwelchen anderen Menschen zu folgen oder euch irgendwelche Serien reinzuziehen, die nichts mit der Realität zu tun haben, nicht mit eurer Realität. So. Weil ihr denkt euch da rein, ihr lebt das Leben durch diese Menschen und das nimmt euch Energy weg, um euer eigenes Leben zu einer Art Film zu machen, zu einer Art Serie zu machen. So. Und das können wir aber alle tun. Das ist ja eigentlich das Ultimative. Wir sollten unser eigenes Leben so gestalten, dass es uns erfüllt, dass wir das gar nicht mehr brauchen, Bro. Aber dazu müssen wir uns erstmal davon lösen. Davon, wenn du mal wieder ein geiles, vernünftiges Sexleben haben möchtest, so, dann musst du dich von dieser ganzen Porno-Scheiße lösen, weil es nichts mit der Realität zu tun hat und nichts mit der echten Beziehung zwischen Mann und Frau, Bro. Und das wirst du merken. Und wenn du dein Leben zu einem vernünftigen Film machen willst, dann musst du aufhören, dir jeden Tag irgendeinen Film reinzuziehen oder irgendeine Serie reinzuziehen, wo du dann durch diese Menschen lebst. So. Oder dir irgendwelche Stories oder Influencer reinzuziehen, wo du dann das Gefühl hast, so, du bist die. Ich merke das doch teilweise in den Kommentaren und so, von damals auch schon. Die Leute sind so heftig in deinem Leben involviert und denken, dass es deren Leben ist, dass sie sogar denken, dass sie dir sagen können, was du zu tun hast und was nicht. So. Weißt du? Leute, die in den Kommentaren irgendwie schreiben, ey Bro, das sind Leute, die ihr eigenes Leben eigentlich als an zweiter Stelle stellen, so. Weißt du? Hört auf damit, lebt euer eigenes Leben. Um eben vielleicht nicht mehr auf sein Leben schauen zu können oder zu sehen, was ist denn da so Neues, was passiert denn bei dem im Leben, denn bei mir im Leben passiert vielleicht gar nichts und dann kann ich mich ablenken oder ich stehe gerade und warte auf einen Bus. Überleg mal, früher hat man auf den Bus gewartet und hat einfach gewartet. Man war mit seinen Gedanken. Einfach gewartet, ja. Aber kurz alleine. Und ich empfehle das jedem von euch, auch einfach mal... Heutzutage läuft immer irgendeine Scheiße, Digga. Ob es das Radio ist, ob es der Fernseher ist, ob es Handy ist, ob es Musik ist. Irgendwas läuft immer bei den meisten Leuten. Stille kennen die meisten Leute gar nicht mehr. Die wachen auf, Handy. Direkt am Handy, direkt rummachen, direkt gucken, wer hat was geschrieben, direkt WhatsApp. Dann ist dein Kopf schon, du bist schon wieder woanders. So, weißt du? Das ist auch eine Sache, die ich mir jetzt angewöhnt habe. Ich stehe auf und 2 Stunden lang gibt es bei mir kein Internet. Keine Connection. Ist immer noch Flugmodus. Ich mache mein Ding. Ich gehe, ich mache die Wohnung sauber, ich mache meinen Yoga, ich bete. Als allererstes bete ich erstmal und bin dankbar, dass ich überhaupt wieder leben darf. Dass ich ein Dach über dem Kopf habe, ein Bett habe, eine Dusche für diese ganzen normalen Sachen, in Anführungszeichen. So. Dann mache ich meinen Yoga, dann mache ich meine Wohnung sauber, dann mache ich mein Frühstück, Digga, dann trinke ich ein Käffchen, Bro. Und dann irgendwann wird das Handy erst angeschmissen, nach 2 Stunden, weißt du? Und das empfehle ich jedem von euch. Und dann lasst auch nicht immer, ich habe auch früher dann immer direkt Musik oder Videos laufen lassen und so, mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich will die Zeit mit mir verbringen. Und umso mehr, weißt du, und da steigert sich dein Bewusstsein erst, weil da wirst du dann erst merken, was geht eigentlich in dir ab. Du lenkst dich eigentlich den Großteil des Tages, lenkst du dich selbst ab, sodass du gar nicht weißt, was geht eigentlich in mir ab. Was geht eigentlich in meinem Kopf und in meinen Gedanken ab? So, das wirst du erst merken, wenn du mal stundenlang für dich alleine bist, ohne dass dich irgendwas ablenkt. Dann wirst du mal merken, was geht eigentlich in mir ab. Und dann werden die meisten Leute erstmal heftige Depressionen haben oder heftig in ein Loch reinfallen, weil die dann erstmal richtig sehen würden, dann werden die erstmal mit ihren eigenen Dämonen auch konfrontiert, so, weißt du? Aber da musst du durch. Wenn du am Ende des Tages auch wirklich ein freieres Leben leben möchtest, musst du dich mit dem Shit, der in dir drin ist, musst du dich damit befassen, beschäftigen, Umgangsweisen finden, wie du damit umgehen kannst, etc. pp. Das sind so wichtige Geschichten, die wir alle heutzutage vernachlässigen. Spazieren zu gehen und das Handy und die Musik und alles wegzulassen. Einfach mal nur man selbst. Ich mache das jetzt zum Beispiel auch ganz gerne mit meinem Baby. Einfach einen Tragerucksack, zack, rein und einfach mal zu gehen und seine Gedanken für sich spielen zu lassen. Das ist mit allem möglich. Ja, man kann nicht sagen, jetzt habe ich mein Baby an der Backe oder jetzt habe ich mein Kind oder sonst was. Das Kind kann ja auch das Fahrrad mitnehmen und vorheizen. Und du gehst gemütlich und bist mit deinen Gedanken einfach für dich selbst. Chrissy ist schon eine Gute, ne? Die ist schon eine Gute, ja, sag ich dir ehrlich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil so viel Zeit verschwendet wird. So. Die hat gerade aus mir so einen geilen Talk auch rausgetriggert. So. Same energy. Gedankengut verschwendet wird. Einfach diese gesamte Welt hier drin. Und dann fragt man sich, warum ist das System so, wie es ist? Ja, das ist eines dieser Ausuferungen, die hier geschehen sind. Ja. Richtig heftig. Schreib mir gerne. Die ist geil, Digga. Ich mag die. Kommentare, wie du das siehst. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye. Tschüssi. Ey, ich hab ein bisschen was anderes erwartet gehabt, so, aber die Kernmessage von dem Video war geil. Feier ich, Digga. Chrissy, ihr Lin-Man, Alter. Liebe geht raus an die Chrissy, die Jutze. Freunde, schreibt eure Gedanken zum Gesagten unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.